Du warst ja schon mal da. Ismail hat es nicht vergessen, musst du damals Haare entfernen. weißt du nicht, ne? Nee, hast du nicht gesehen. Wir hatten damals eine Challenge und Ismail hat verloren und er musste quasi sein Bein enthaaren. Hat wehgetan. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Interessante ist, diese Kämpfer, ne, diese Sportler. Oh, immer so die starken. Haare entfernen, Mimimi. Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihm. Hey, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Jungs, erzählt mir mal von eurem neuen Projekt. Am 13. Oktober, haben wir schon gesagt, kommt der Kinofilm Krieger, Vater, König als erstes Mal für einen Tag in die Kinos. Worum geht es in dieser Doku? Also es geht um MMA. Also man würde sagen, der Film hat mehrere Ebenen. Auf der oberen Ebene ist MMA. Aber auf der unteren Ebene ist es eigentlich ein Film über Freundschaft. Über zwei Kämpfer, die in Hamburg gemeinsam trainieren und die gemeinsam diesen Traum haben, als Kämpfer die Welt zu erobern. So, das ist so, dafür trainieren die halt irgendwie 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche und geben alles und bauen sich gegenseitig auf, sind auch Sparringpartner. Und der Film zeigt halt dann so den Werdegang dieser Freundschaft. Und es geht nämlich nicht alles so rund, wie man es immer will. Und für mich ist das also, würde ich sagen, ein Film über Freundschaft. In erster Linie, ja. Fasziniert dich auch die Sportart, MMA grundsätzlich? Oder ist es jetzt Zufall, dass du das Thema aufgegriffen hast? Nein, nein, überhaupt kein Zufall. Der Sport fasziniert mich sehr, weil ich bin angezogen von, also in erster Linie, als ich Teenager war, habe ich halt diese Jean-Claude Van Damme und Bruce Lee, Jackie Chan und Shoko Shogi und all diese Filme habe ich halt en masse geglotzt. Und wie die ist nochmal der berühmteste Film von Van Damme? Ja, Bloodsport ist für mich der genau. Van Damme-Film. Ja. Also gibt es Bloodsport und dann vielleicht so Karate-Tiger, der erste, kommt so irgendwann darunter. Aber Bloodsport ist so das Meisterwerk des Genres irgendwie. Definitiv. Aber es gibt trotzdem eine Szene in diesem ganzen, sorry, wir schweifen immer gerne, ne, mit unseren Gästen, aber eine Szene werde ich nicht los im Kopf, die fand ich ein bisschen unnötig. Erinnerst du dich noch, wo er ganz oben, ich glaube, es ist in Shanghai, oder wo war das? Ja, ne? Shanghai, sitzt er da ganz oben auf dem Hochhaus an der Ecke und macht Spagat. So. Ja, aber du brauchst diese Szenen, weil diese Szenen, die sind halt so, die zeigen so den inneren Prozess, den inneren Reifeprozess, wo der Krieger zum Meister wird. Das ist für ein Genre, brauchst du diese Szenen. Sonnenuntergang, genau. Bei Van Damme ist dann der Spagat. Richtig, bei anderen, und die hübsche Blondine. Ja, klar, und die ihn versteht und andere verstehen ihn nicht, aber sie versteht ihn und sie an seiner Seite und diese ganze. Ja, Genre. Genre. Den Sportler muss man ja kaum fragen, was die Faszination MMA ausmacht. Aber ich stelle dir eine Frage andersrum. Warum glaubst du, gibt es so viele Menschen, die MMA eher als eine negative Sportart sehen? Ja, Sport an sich ist ja sehr alt, ist ja nicht von gestern. Das sind ja so ein paar tausend Jahren. Das kommt dann Pankration. Und früher war es ja so immer halt, dass die Menschen oft körperliche Arbeit haben. Es wird ja immer weniger, dass die Menschen körperlich arbeiten. Und MMA ist halt ein Sport, der sehr viel Intelligenz und gleichzeitig auch viel körperbetont ist. Und wenn man halt seinen Körper betont, dann sieht es eben halt für andere, die das halt nicht verstehen, das ist ja eine Kunst. Also ich könnte mit Triathlon-Athleten nicht mithalten, die würden mich auseinandernehmen. Ich würde spätestens beim Schwimmen würde ich verkacken. Also ich bin kein guter Schwimmer. Also. Und es ist genauso. Man braucht unglaublich einen krassen Muscle Memory. Man muss guter Boxer sein, man muss guter Kickboxer sein, man muss guter Jiu-Jitsu sein, man muss gute Strength Condition haben. Man muss so vieles haben und gleichzeitig muss man auch sehr intelligent sein. Also halt, das heißt Kämpferintelligenz. Man kann nicht einfach reingehen und sagen, okay, jetzt kämpf. Das geht nicht. Und für manche Leute, die das halt leider Sport nicht machen, sieht das von außen so aus, weil die sehen nur das Resultat. Die sehen nicht, was ein Kämpfer durchmacht. Es ist so halt wie so ein Faden, der die ganze Zeit gespannt ist, was auch im Film sieht. Und irgendwann kommt natürlich so ein Bruchteil, das passiert auch. Zum Beispiel, wenn man verliert oder man hat eine Trennung, deine Frau verlässt dich. Oder, keine Ahnung, du wirst Sklave deines Dämonen. So zum Beispiel, dass du halt etwas machst, was du eigentlich nicht in Vorstellung hast. Und dann bricht alles zusammen und dann plötzlich hast du etwas wie MMA, denn deine Leidenschaft, die du seit 22, 23 Jahren lang machst, das holt dich wieder zurück. Diese Disziplin, dieses Ehrgeiz, dass du so viel, das ist so eine Art wie so ein Vaterersatz. Das ist so, ist wieder da, die ist treu und das ist halt diese Disziplin, holt dich wieder zum Leben zurück. Das macht wiederum diesen Sport so geil einfach. Und das finde ich, was die Menschen nicht verstehen, ist das, weil das fand ich an Julian auch so geil.
Also unsere Begegnung war ja so, wenn ich das erzählen darf. Ja, klar. Ich habe in Berlin gekämpft. Hieß damals Fight Club Berlin. Und ich kannte ihn nicht. Und er hat sich die Filmkämpfe angeguckt. Er hat mir so erzählt später, ne? Dass er, er wollte gerade gehen und das war mein letzter Hauptkampf. Mhm. Und dann hat er mich nach dem Kampf angerufen oder mein Trainer meinte, irgend so ein Typ will mit dir irgendwas drehen. Dann ruft er mich an, er sagt, ich bin kein Schauspieler, ich bin ein Kämpfer, was ist so von mir und so. Ich drehe das nicht. Da habe ich wieder aufgelegt. Und den Rest kann er ja selber erzählen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ismail hat es gerade schon angedeutet, das Telefonat war sehr interessant. Was war für dich der Grund, warum du eigentlich Ismail angerufen hast? Hättest du ja vielleicht noch jemand anderen anrufen oder einen anderen Kämpfer. Gab es einen bestimmten Grund? Ja, also das erste war der Kampf, der in Berlin stattgefunden hat. Er war der Hauptkampf und ich war tatsächlich schon im Gehen, weil ich wollte einfach so ein bisschen mal diese MMA-Luft schnuppern und habe so, so ein bisschen das Gefühl bekommen, oh nee, irgendwie das taugt mir nicht. Und dann, als dann der Hauptkampf angekündigt wurde, dachte ich, okay, bleibst du noch, den schaust du noch an. Und dann in dem Moment, wo Ismail dann quasi in den Ring stieg, hat man schon gemerkt, da war eine Energie auf einmal im Saal. Es wurde ruhiger und gleichzeitig wurde es intensiver. Da war mehr Konzentration, Fokus auf den Ring. Man hat gespürt, okay, irgendwas passiert hier gerade, was vorher nicht stattgefunden hat. Und meine Aufmerksamkeit war einfach geweckt. Und dann war der Kampf auch so wahnsinnig energiegeladen und blitzschnell vorbei. Also er fing an und dann war es schon K.O. und Ismail gewonnen und ich habe gar nicht richtig gemerkt, was da passiert ist und war so, okay, wow, krass, den Typen muss ich irgendwie kennenlernen. Und habe natürlich Vorstellungen gehabt, okay, das ist wahrscheinlich ein krasser Kämpfer und so. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann hat er aber angefangen, über Philosophie zu sprechen und da hat er so eine blumige Art, wie er spricht. Und dann war ich erstmal so, okay, und konnte das nicht so miteinander zusammenbringen, aber dann war so ganz klar, okay, das ist eine spannende Figur, das ist bestimmt... daraus kann man bestimmt, aus diesem Menschen kann man bestimmt einen Film machen. Und somit habe ich dann einfach an dem Gedanken festgehalten, ich will mit Ismail einen Film machen. Und dann habe ich über Ismail all die anderen Protagonisten und die ganze Welt auch kennengelernt. Und dann ist so Stück für Stück der Film entstanden. Und was ist der Grund oder gibt es einen bestimmten Grund, warum der Titel oder dein Doku Krieger Vater König heißt eigentlich? Mhm, ja, also ursprünglich sollte es ein Film werden über einen Kämpfer, Krieger. Und dann ein Trainer, Vater und ein Manager, König. Okay. Und dann aber irgendwann hat sich das mehr so eingegroovt, dass es immer mehr um Ismail und seinen Freund Carlos ging. Und dann habe ich aber gemerkt, dass irgendwie lässt mich der Titel aber nicht los. Und dann habe ich irgendwie erkannt, dass das so archetypische männliche Rollenbilder sind. Der Krieger, der Vater, der König. Und irgendwie passte das einfach in diese Kämpferwelt rein. Das sind irgendwie für mich so Themen oder so Aufgabenstellungen, die so... Ich glaube, viele Männer können sich damit identifizieren. Also man will was erreichen im Leben, man will der Chef sein, König. Man will aber auch eine Familie gründen, Vater. Und man muss sich im Leben behaupten, Krieger. Das sind für mich so halt drei so Säulen der Männlichkeit. Und deswegen blieb der Titel einfach bestehen. Okay. Wenn man als Sportler im Ring ist, ja, und dann kommt aber ein Regisseur um die Ecke, der dann sagt, naja, das will ich so haben, das will ich so haben. Und ein Sportler, ein MMA-Kämpfer, behaupte ich jetzt einfach mal, dem mal zu sagen, was er tun soll, ist bestimmt nicht das Einfachste. Kommt man damit klar als Sportler? Also ich muss sagen, seine Leute und er, die waren wie Phantom. Ich habe die gar nicht gemerkt. Also nach einer Zeit, ich weiß nicht, man kennt das bestimmt so in Dokufilmen von Tieren, so Löwen und so. Der Typ sagt ja, die Tiere sind an uns gewöhnt, wir sind denen egal irgendwann. Und das wird wirklich so. Die waren mir irgendwann egal, weil ich habe die nicht mehr wahrgenommen. Am Anfang war es komisch so, die standen immer da, mal im Licht, aber die sind auch irgendwann professionell geworden, weil das Ding ist zum Beispiel, wenn ich jetzt nach vorne will, zum Beispiel technisch mit deiner Beine greifen, ich mache da 5 Meter Schritt und der steht einfach in der Kamera, oft haben wir so umgerempelt, aber am Anfang Zeit und später aber, die haben gemerkt, am Anfang hat er es, ich glaube, einer von denen hat das irgendwas gesagt, da habe ich gesagt, ey Jungs, seid mir nicht böse, ich muss da drinnen kämpfen, keiner kann mir helfen. Also hat einfach mal Training fern. Und aber sonst, die waren echt wie Phantom. Ich weiß, ich habe so professionelle Leute noch nicht gesehen. Ist unglaublich, dass die Leute, die konnten ihren Aura irgendwie ausschalten. Normalerweise nehme ich so Auran wahr, aber das war überhaupt null Energie da. Ich dachte, ich bin alleine die ganze Zeit. Deswegen ist dieser Film auch so echt. Ich musste wirklich, er hat das gesehen, das erste Mal, wo ich das Film gesehen habe.
habe mich zusammengerissen, nicht zu Tränen zu verlieren. So, das war einfach, oh, du bist halt zusammengerissen, du hast voll geweint. Und noch einmal. Es war so eine krasse Emotion da, weil da sind, du musst dir vorstellen, alle Leute erwarten, okay, Ismail ist der Sieger. Nein, ich habe da in dem Kampf, auch in dem Film, sieht man, dass ich zweimal verloren habe. Kein Spoiler, Mann. Es ist einfach so. Ich hab vielleicht hat er zweimal verloren, man weiß es nicht. Ihr müsst ins Kino kommen und dann selbst sehen. Genau. Vielleicht hat er verloren. Beispiel, man, ich würde mal sagen, so, wichtig ist, dass man so halt trotzdem zu sich selbst steht. Man macht Fehler im Leben. Man steht sich trotzdem weiter. Man lernt, ich bin kein perfekter Mensch. Jeder macht von uns Fehler. Und ich habe auch große Fehler in meinem Leben gemacht. Im Film sieht man das ja auch, nach dem Film auch. Und ich versuche immer wieder Gott zu danken, dass ich wieder zu mir komme. Und dieses Sport zieht mich einfach wieder zurück. Und meine Disziplin wird wieder normal. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich wieder alles in Wege geleitet habe, dass wieder alles vernünftig ist, alles wieder sauber ist, alles wieder vernünftig ist, disziplinmäßig. Und dieser Sport vermittelt mir ein unglaubliches Gefühl, das ist mein Leben, das gibt mir etwas, was nicht jeder gibt. Und das macht mich das, was ich bin. So, das holt mich wieder zurück zu dem, was ich bin. Und deswegen liebe ich diesen Sport, deswegen will ich in diesem Sport einfach immer da bleiben. Das gibt mir etwas, was keiner mehr geben kann. Genau. Eine Frage an dich, um den Zuschauer vielleicht mal da draußen mal zu erklären. MMA ist ja, ich habe es ja zuvor schon gesagt, eine Kampfsportart, wo es wirklich nur Schwarz und Weiß gibt. Was macht diese Faszination MMA eigentlich für dich aus? Ja, ich glaube, das ist dieses Rohe, dieses so, dass es, also es gibt Regeln, aber im Vergleich zu anderen Kampfsportarten. Das denkt man ja mal nicht, ne? Ja. Wenn man die Zeitung manchmal liest. Genau. Käfigkampf, blutig und. Im Vergleich zu anderen Sportarten sind es, Kampfsportarten sind weniger Regeln. Und es ist einfach, mehr Disziplinen sind vermischt worden, um diese Kampfsport zu gründen. Und ich glaube, dass es die Leute, die das machen, sind auch irgendwie. Das ist nicht nur, dass sie einen Sport machen wollen, das ist so eine Art Berufung, das ist so eine, du musst so viel Energie reinstecken, du musst auch so viel Gedankenkraft da reinstecken. Es ist schon die Königsklasse des Kämpfens, was man so im, als Verbandssport oder als Sport mit Wettkampfausrichtung ist es die Königsklasse. Also so das nächste am normalen Streetfight, kann man sagen, ist MMA. Und was die Faszination ausmacht, ist, was sind das für Menschen, die sich dem hingezogen fühlen? Wie ticken die? Was haben die für Vorstellungen vom Leben? Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Und durch den Film waren wir dann auch in Los Angeles und haben halt so die richtig krassen Kämpfer kennengelernt, wie Lyoto Machida, und waren im Gym, wo, wie heißt dieser krasse Anderson Silva, wo Anderson Silva trainiert. Und einfach diese Leute mal auch zu sehen, wie die drauf sind, wie krass diszipliniert, wie ruhig, wie bescheiden, wie straight die sind, das war schon krass faszinierend. Also so einfach zu sehen, was das einem abverlangt, wenn man diesen Weg gehen will. Was ich immer so spannend finde, ist, wenn ich am Ring sitze und diese Kämpfe mir mal anschaue, finde ich immer spannend, ich sage das immer, Kuschelmodus. Das sieht immer so leicht aus. Mhm. Ja, weil man sieht dann, wie sich zwei da wirklich umarmen, dabei versucht der eine den anderen quasi auf den Boden zu reißen. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, für Sekunden, da ist so eine Ruhe, so eine stoische Ruhe. Mhm. Ja, die gucken sich beide in die Augen und jeder, ich habe das Gefühl, man sieht quasi deren Gehirn gerade laufen. Wie kriege ich den quasi rumgeworfen, umgedreht und so weiter und so fort. Das Faszinierende, das ist interessant. Also das, was ich auch super faszinierend finde, es gibt halt den krassen Bruch zwischen, wie der Sport vermarktet wird und wie der Sport ausgeübt wird. Er wird vermarktet, wahrscheinlich muss man das so machen, immer so, ich werde den jetzt platt machen und dann so Feed von einem anderen. Ja, klar. Du denkst, du machst mich platt, aber ich mache dich so richtig platt. Und dann, wenn du aber siehst, die sind im Ring und machen sich platt und danach sind die aber beide gemeinsam irgendwo und umarmen sich, haben die beste Zeit, sind so freundschaftlich und so eng, wo man denkt so, aber wie geht das jetzt zusammen? Aber die Tatsache ist, glaube ich, dass diese direkte Form von Gewalt in so einem kontrollierten Umfeld, das ist nichts Negatives. Ich glaube, das bringt eher Menschen zusammen, als sprengt sie auseinander. Es wird dazu vermarktet, als ob, da sind Feindseligkeiten und da wird gekämpft und da geht es um alles.
Und es geht um alles, aber es geht nie um Hass, es geht nie um Feindschaft, es geht nie um irgendwelche Gefühle, die negativ sind. Es ist immer Kameraderie eigentlich, auch bei denen, die gegen einen kämpfen. Was? Kameraderie? Kamerad. Vielleicht ist es ein englisches Wort. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein englisches Wort, das ich eingedeutscht habe. Von Kameradschaft? Ja, genau. Okay. Kameraderie ist das englische Wort. Ich habe es jetzt einfach übersetzt, also Kameradschaft. Ja. Ah, okay. Ich dachte, cool, habe ich was Neues dazu gelernt, Leute. Kameraderie. Übernimmt das nicht. Nee, alles gut. Nein, ich frage mal über. Ist das ein Kampfsport? Was ich immer so spannend finde, ist ja, ich glaube aber schon, es ist alles Vermarktung. Weil das gilt ja auch für Boxen. Ja, ich bin ja sehr hin und wieder auch beim Wiegen dabei. Dann gibt es immer die Stare-Down, dann gucken sich beide Kämpfer an und alle hassen sich. Ich muss ein Tickets verkaufen. Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es immer, solange der Kampf fair ist, und die meisten Kämpfe, die ich erlebt habe, waren fair, ich habe noch keinen Kampf gesehen, wo im Nachhinein die Kämpfer sich verabschiedet haben, ohne sich die Hand zu reichen. Habe ich echt noch nie gesehen. Und ehrlich auch. Und ehrlich, also, genau. Aufrichtig, ja. Ganz im Gegenteil, die Kämpfer gehen sogar in die andere Ringecke und verabschieden sich sogar von den Trainern und so. Ja. Also sehe ich das. Und daher, ich glaube, ist alles halt nur Image. Ne? Gibt es die ewige Liebe eigentlich? Solange bis man stirbt, bestimmt. Ich glaube auch. Ey. Ja. Ich glaube, das ist die. Man sagt ja mal, ja, aus Liebe wird Gewohnheit und aus Gewohnheit wird Normalität und so. Aber ich glaube, tief im Inneren gibt es die ewig. Die gibt's, ja. Oder? Okay, wir wollten nicht unbedingt philosophieren hier, aber können wir ja gerne auch nebenbei machen, weil gerade Julian gesagt hat, Mann, sind das gute Videoclips. Hast du solche Videoclips mal hier gedreht? Ich weiß, du hast ja Musikclips auch schon mal gemacht, ja, oder? Ja, Auch in diese Richtung, oder? Nee, also in diese Richtung noch nicht, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie krass fett diese Videos sind, ja. Unglaublich, oder? Mhm. Wahrscheinlich innerhalb von 2 Stunden abgedreht. Ja. Wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Fließt man dabei. Oder die machen das anders. Wahrscheinlich haben die Produktionsfirmen schon die Konzepte fertig und schicken sie jeden Künstler. Und dann können sie sagen, ey, das gefällt mir das nämlich. Vielleicht auch, ja. Kannst du alles haben. MMA ist Disziplin, Selbstbeherrschung, Kontinuität. Eigentlich alles, was so diese positiven Zeichen für Sport hat. Was ist für dich das Negative am MMA? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist etwas, womit ich auch nach der Doku-Zeit nicht so ganz klarkomme? Ja, habe ich schon vorher angesprochen, die Vermarktung. Also wir waren bei einem UFC-Kampf dabei, weil der andere Protagonist, Carlos, hat in der UFC gekämpft und da waren wir auch dabei. Und ich habe halt gemerkt, so, also wir waren bei den Zuschauerrängen, wie halt da so Leute waren, die halt waren angesoffen, die waren betrunken. Und da war ein Kampf und der war jetzt sehr krass viel am Boden und nicht so viel am Stand. Und die haben sich sofort beschwert, so ist das und boring und das, also so respektlos eigentlich dem Sport gegenüber und auch was die da machen, was die leisten. Und gleichzeitig, wenn dann irgendwelche so Banner liefen, wo dann so diese Feindseligkeiten hochstilisiert wurden, dann so yeah, geil, das fanden sie cool. Und das hat mich irgendwie so gestört, dass da so eine große Diskrepanz gibt zwischen den Sportlern, wie die sich sehen und wie die leben und nicht allen, aber manchen der Fans. Und das stört mich heute noch so. Aber das ist wahrscheinlich einfach the game. Ja, ist so. Ich habe mal gelesen, ihr wart auch, ich glaube, im Rahmen der Doku auch im Ausland unterwegs, ne? Ja, mehrfach. Und zwar auch noch, das ist ein politisches Thema, ich weiß, in einem Land, wo man sagt, ja, da ist Frieden, da kann man ja wieder die Flüchtlinge zurückschicken. Würde gerne jetzt die Politik sagen, und zwar in Afghanistan. Mhm. Was genau ist da passiert? Was habt ihr da gemacht? Also Ismail hat ein Angebot bekommen, dort MMA zu unterrichten mit Waisenkindern und Kindern, die halt auch vom Krieg gezeichnet waren oder sind. Und hat uns gefragt, weil das noch im Rahmen der Dreharbeiten war, ob wir mitwollen. Wir so, ja, okay. Das war so alles. Aber ein bisschen Bammel hat man schon, oder? Ja, wir sind dann alle gemeinsam zur Botschaft gestiefelt und mussten uns dann so ein Visa holen. Und dann sind wir halt nach Afghanistan geflogen, saßen erstmal am Flughafen und wussten nicht, was wir machen sollen, so in Kabul. Und das wurde irgendwie immer unangenehmer. Und dann schließlich sind wir aber dann doch abgeholt worden und irgendwie haben so ein bisschen Einblick in das Land bekommen. Aber es blieb von Anfang bis Ende einfach ein krasses Erlebnis. Also es ist ein Land, man kann es eigentlich überhaupt nicht, man kann es eigentlich nur vergleichen, indem man sagt, es ist wie ein anderer Stern, wie ein anderer Planet. Also es ist nichts Vergleichbares. Es gibt du kannst keinen Brief dorthin schicken, weil niemand eine Adresse hat. Es gibt keine Ampeln dort. Jeder Geldautomat ist mit so riesen Eisentüren verriegelt. Und es ist einfach nur noch krass.
Es ist einfach super krass, das Land. Ich werde es nie vergessen, aber auch als ich dann wieder hier war und so grüne Wiesen gesehen habe, war ich so, aha, oh, endlich wieder Sicherheit. Ja. Ja, gibt es ja genug Idioten, die das nicht schätzen, ne? Aber das ist ein anderes Story. Ja, ja, ja. Wie waren denn deine Eindrücke, Ismail? In Afghanistan? Ja. Vermischt. Also spätestens, wo wir sind mit Emirates geflogen, wo wir von Hamburg nach Dubai geflogen sind, oder von Düsseldorf, war das Düsseldorf? Ne, von Hamburg nach Hamburg, Dubai. Ja. Mhm. Voller Flieger, alles geil, ja. Laune, ha, juhu. Und als wir dann in Dubai in Afghanistan für zu Englisch gestiegen sind, da war die Stimmung schon mal anders. Da waren wir die Einzigen, wir und dann ein paar Söldner. Sonst war niemand im Flugzeug. Ja. Acht Leute und dann dachte ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Ein volles Flugzeug mit bestimmt irgendwie 200 Sitzen und da waren nur wir Hansel drin und Soldaten. So Privatarmee-Style-Soldaten. Echt? Und das war's. Und sonst nur leere Sitze. Und da spätestens da habe ich gedacht, du, da wo wir hinfahren, da will keiner freiwillig hin. Ja. Aber ich habe in diesem Land mich selbst gefunden. So, das war ein wunderschönes Erlebnis für mich. Ich habe gesehen, wie glücklich ich mich eigentlich schätzen muss. Als ich das gesehen habe, in was für eine Verhältnisse manche Menschen da leben. Ich habe mich an dieses Land echt verliebt. So. An diesen Menschen habe ich mich verliebt. Die sind so arm und gleichzeitig so bescheiden, höflich und nett und gastfreundschaftlich. So. Das war unglaublich. Das war so. Zwar war es sehr, sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. In der Zeit, wo wir waren, sind viele Sachen auch passiert. Ich kann das jetzt nicht, also das kann man in einem Film sehen. Aber im Kinofilm. Es war aber echt ein unglaubliches Erlebnis für mich, das ich nie im Leben vergessen werde. Und ich hoffe, dass ich das im Rahmen Verein, den ich gerade für den arbeite, wiederholen werde. Dass wir mit dem Verein wieder darüber gehen und halt die weisen Kinder so gut wir können unterstützen. Also, was lernen wir daraus? An alle Nörgler und negativ denkenden Menschen da draußen, setzt euch mal in einen Flieger, aber ab Dubai, nicht bis Dubai, ab Dubai. Und dann sage ich immer wieder, man muss manchmal über den Tellerrand hinwegschauen und um dessen Bewusstsein darüber im Klaren zu sein, in was für einem friedlichen und tollen Land und Kontinent wir leben. Mhm. Ja? Und nicht immer die anderen schuld. Ja, ja, hier, immer als erstes mal in die eigene Nase fassen. Und mal, also jeder, der immer unzufrieden ist, sage ich immer, es geht viel natürlich um politische Ansätze, aber jeder, der immer glaubt, dass alles, an allem sind die Flüchtlinge schuld, den schenke ich freiwillig sogar das Visum. Kaufe ich für euch. Wenn ihr bereit seid, in ein anderes Land zu fliegen, wo es nicht so ist wie bei uns. Welcome back, liebe Freunde. Willkommen zurück bei Oriental Night. Das ist das berühmte Rädchen. Ja, die Challenge. Ich weiß, dass Ismail sich extrem heute darauf gefreut hat. Aber es ist diesmal eine andere Challenge. Ich weiß gar nicht, was unsere Challenge letztes Mal war. Ich weiß wirklich gerade nicht mehr. Na egal, wurscht. Aber ich erzähle euch mal die Regeln, erkläre euch mal die Regeln. Das sind ganz einfach. Hier sind jeweils 15 Fragen drauf. Die werden wir uns gegenseitig am Stück stellen, haben dafür 90 Sekunden Zeit. Und der die richtigen, die richtigen Fragen am meisten beantwortet, hat gewonnen und der verliert, muss am Rädchen drehen. Dann entsteht deine Ziffer und dann muss man hier die Nummer mit den jeweiligen Becher auf Ex. Auf Ex, okay. Ja, einer muss irgendwie trinken. So Maden oder so Spinnen drin. Na, so schlimm ist das nicht. Aber es ist schon manchmal voll eklig. Wir hatten mal einmal richtig dick Fettöl mit richtig viel Salz und Pfeffer. Ich hatte mal ein Problem mit danach. Ja, sowas kann weh tun. So, aber sonst ist alles entspannt. Okay, also ich stell dir Fragen und du mir oder uns? Genau, ich euch. Such dir eine Karte aus. Okay, ich nehme die. So. Oder wir nehmen die. Alles klar. Soll der Gast anfangen? Ja, du kannst gucken, das sind ja meine Fragen, die stellst du dir. Ja, stimmt. Wollt ihr anfangen oder soll ich anfangen? Habt ihr Lust? Wie du willst. Lass ihn mal anfangen. Dann, okay, wir fangen an. Weil wenn wir, nein, lass, okay. Lass ihn anfangen? Okay, gut. Also soll ich euch zuerst vorlesen? Ja. Okay, gut. Und wir beantworten jetzt schon. Ihr beantwortet. Okay. Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Okay. Innerhalb von 90 Sekunden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Okay. Und wenn ihr nichts... Oder wenn ihr keinen Ansatz habt, dann sagt lieber weiter, wann dann haben wir Zeit. Wann gewinnen wir denn? Der die meisten Fragen richtig beantwortet. Okay, sind wir bereit? Ist die Uhr soweit? So, wenn es gleich tick, tack, tick, dann mach schlecht die erste Frage. Okay. Von welchem Planeten stammt der Held Superman? Ah, Kryptonite. Oder Krypton. Was bedeutet der Begriff Pest übersetzt? Die Plage?
Welches Meer wird aus stiller, welches Meer wird auch stiller Ozean genannt? Schwarzmeer. Ne Quatsch, Todesmeer. Wie nennt man in der Kunst die Abbildung des nackten menschlichen Körpers? Aktmalerei. Wo ließ sich Napoleon zum Kaiser krönen? Russland. Versailles, Paris. Er sagt Russland. Ja, er hat doch Russland, er war in Russland. Egal, er war in Russland. Russland doch nicht. Ja, egal, sag doch weiter. Ja, weiter. Ja, weiter. In welches Meer fließt der Nil? Golf von... Warte mal. Atlantik, nee. Indische Ozean. Mittelmeer. Hier. Der älteste bestehende Fußballverein Deutschland befindet sich in... Oh, dude. Ach, ja, HSV. Fast. Nein. Wie heißt die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb. Zagreb. Wer oder was ist Speedy Gonzales? Es ist der Comicfigur, Cartoon. Oder was? Ja, ach so, das ist so, also so ein Strauch. Speedy Gonzales ist eine Maus. Speedy Gonzales ist eine Maus. Also, okay. Richtig. Ja. Aus was besteht der Kern von Ferrero Küsschen? Nuss. Mhm. Wobei handelt es sich um ein Mischgetränk aus Cola und Orangenlimonade? Spezi. Also, stiller Ozean ist der Pazifik. Oh. Und der Nil fließt ins Mittelmeer. Da hab ich doch gesagt. Hast du. Okay, ich geb dir einen halben Punkt. Du hast drei Antworten gegeben. Okay, ich geb dir einen halben Punkt, okay? Erstmal hab ich gedacht, weil Lied geht ist ja sehr lang. Ich dachte, dass man. Ja, in welche Richtung? Aber hab ich auch gerade selber gedacht. Ich dachte, geht erst nach unten, weil unten ist ja Dings, Ozean. Ja. Oben ist ja Mittelmeer. Also, Krypton, Akt ist richtig. Mittelmeer, halber Punkt, dreieinhalb. Zagreb, viereinhalb. Zeichentrickmaus, richtig und Haselnuss. Eins, Maus. Zwei, drei. Vier, fünfeinhalb und richtige Antworten. Was ist die Antwort bei Napoleon gewesen? Notre Dame in Paris. Also nein, Paris. Ich habe Russland gesagt, okay. Weil Napoleon war einer der wenigen, der Russland auch. Ja, da ist er hingegangen, aber gekrönt wäre er in Paris. Deswegen dachte ich vielleicht. Ja, ist ja gut. Okay. So, fünfeinhalb Punkte. Oh, sorry, ist nicht mein Abend heute. Mal gucken, ich glaube, ich werde es heute voll versammeln. Alles klar. Okay. Ich war voll konzentriert. So, bist du ready? Ja. Wann ist der Martinstag? Weiter. Welche Band widmete dem Drei-Tage-Bad ein Lied? Weiter. In welcher Stadt liegt der größte deutsche Flughafen? Frankfurt. Wie heißt die kleinste Hunderasse der Welt? Chihuahua. Richtig. Unter Prompt versteht man? Sofort. Anderes Wort? Weiter einfach dann. Wer wohnte in 221B Baker Street? What? Weiter! Was wird in der Adventszeit häufig auf Weihnachtsmärkten getrunken? Glühwein. Gut. Was versteht man unter einem orientalischen Tanz? Bauchtanz. Was bedeutet umgangssprachlich Offerte? Angebot. Wow. Wie ist der richtige Nachname des Sängers Peter Maffay? Peter Maffmond. Weiter. Welches Bundesland hat einen Schlüssel im Wappen? Schlüssel. Bremen. Wie hieß Gollum aus dem Roman Der Herr der Ringe ursprünglich? Mein Lieblingsfilm, Mann. Alle, die das zugucken müssen. Bei was hat ein Analphabet Probleme? Lesen, schreiben. Mit welchem Kraftstoff fliegen Flugzeuge? Kerosin. Was versteckt sich hinter dem Begriff Area 51? Unbekannt, UFOs, Area unbekannt, da darf man nicht rein, Area. Wie heißt das? Also die Antwort wäre gewesen, militärische Sperrgebiet. Ja, Mann. Okay. Aber das sind voll einfache Fragen bei dir teilweise. Naja. Also waren auch einfach. Ah, nee, also die ersten fünf waren echt hardcore. Okay, wie viele habe ich richtig? Okay, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Ja. Wie viele haben wir richtig? 5,5. Na, okay. Er macht es ja auch länger. Warte mal, was habe ich nicht gewusst? Martinstag hast du nicht gewusst. Ach, die Ärzte. Ja, Martinstag, keine Ahnung. Frankfurt am Main, prompt. Ach, unverzüglich. Ja, komm, Sneergold. Halber Punkt. Okay, meinetwegen. Ach, Sherlock Holmes? Ja, ich kenne seine Sneergold Straße nicht. Sneergold wusstest du auch nicht. Sneergold, ja. Sneergold. Sneergold. Okay, dreh mal als erstes. Mal gucken, wer trinken muss. Wer trinkt von euch jetzt? Einer muss ja. Wollen wir einmal die Scheiße schauen. Einmal so. Best out of three oder? Einmal. Okay. Eins, zwei, drei. Ah! Okay, dann musst du drehen. Der Verlierer muss drehen. Okay. Du musst ja nicht. Ja, du musst jetzt drehen. Und da wird gleich eine Nummer sein. Du einfach drehen.
Okay. So, und die Nummer, die da erscheint, musst du dann exen. Okay. Wenn du Pech hast, musst du mischen. Nee, Nummer, ist das 3? 5. 5. Ja, dann hau die 5 rein. Jo, die 5. Keine Ahnung, was das ist. Muss ich jetzt auf einmal ausdenken. Riech das yes. Mal, das mal. Do it. So, Prost. Apropos Disziplin und Sport. Wann ist eigentlich dein nächster Kampf? Steht da schon was an? Ich hoffe im Mai. Das heißt, dann musst du wieder Disziplin runter? Kilotechnisch? Ja, ich muss 10 Kilo runter. 10 Kilo? Ja. Ehrlich? Ja, 9 Kilo, ja. Was ist der beste Trick, wenn jemand abnehmen will? Aber okay, ich meine, ich wollte immer ohne Sport abnehmen. Nee, ich finde, es ist falsch, was viele Leute immer so im Kopf sich vorstellen. Es ist jetzt Winter oder es ist jetzt Silvester, ich fange jetzt an oder es ist jetzt kurz vor Sommer, ich gebe jetzt Gas. Ich finde, man muss das sich zu einer Lebenseinstellung machen. So, morgens kannst du ruhig mehr Kohlenhydrate essen, mittags Mittelmaß, abends viel. Und ich finde, wenn man dieses gesundes... Abends viel Kohlenhydrate? Nein, abends so. Weniger. Ah, okay. Dass man, also von morgens nach abends weniger. Ich finde, man, weil Leute, wenn sie abnehmen wollen, dann plötzlich fangen sie an, gesund zu essen. Das ist ganz komisch. Dann denkst auch du, komisch. Ich gucke die Leute an und sage, ey... Würde irgendwie Sinn machen, oder? Nee, aber wenn ich sie frage, ist ey, super, du bist jetzt voll gesund. Weil ich habe mal mit dem... Ja, ich will jetzt abnehmen, sagt er zu mir. Ich gucke ihn so an, ich sage, ja, aber es ist doch 1+1. Ich sage, erstens bleibst du gesund, zweitens bleibst du fit. Warum? Er sagt, ja, aber Baklava. Es ist halt, ich finde es schön, man soll auch sich was gönnen, ne? Aber für mich ist wirklich, schnell abnehmen ist nicht gesund. Das mache ich nicht, weil es mir Spaß macht. Er hat mich gesehen, wie ich da rumlaufe. Ich laufe wie eine Leiche rum, so voll kaputt, nichts essen, nichts trinken, wenig essen. Boah, das sehe ich manchmal beim Wiegen, ne? Ja. Wenn ich die armen Jungs sehe, wie die da sitzen. Kurz beim Wiegen, kurz lächeln. Dann ist Wiegen vorbei. 8 Wochen, das beginnt. Ich sehe das. Diätphase beginnt in 8 Wochen. Ich hatte mal so beim Wiegen einen Sportler, ich weiß nicht, wann das war, ist etwas länger her, der musste, glaube ich, 3-mal um den Block joggen und musste sich noch wärmer anziehen, weil er, glaube ich, 1/2 Kilo zu viel hatte. Ah ja, kurz vorm Wiegen. Mhm. Da muss er echt, der ist gelaufen, ja? Und eine halbe Stunde, also dick angezogen. Ja. Ey, Jungs, ich muss laufen gehen, ich brauche noch 1/2 Kilo. Wow, alles klar. Also ich habe schon 3 oder 4 Schüler von mir mal aus dem Sauna noch so gerade gerettet, bevor sie kollabieren. Das ist wirklich, das ist kein Spaß. Also ich bin nicht der Freund davon, dass man so viel abnimmt. Aber ich mache das ja auch, ich werde immer langsam, ich mache es mal durch Diät, so 4-5 Kilo weg. Und das restliche Kilo mache ich halt durch Schwitzen so, ne? Und das ist eigentlich auch eine blöde Sache, das ist so, hat sich so etabliert im Kampfsport. Ja, weil die anderen das machen, ich habe das früher nie gemacht. Aber die anderen so schummeln, da musst du mitschummeln. Ja, es ist irgendwann so geworden, aber es ist eigentlich, ja, ist gut, eigentlich sollte es nicht so aber sein. Aber ich weiß, was du meinst. Aber auf jeden Fall hast du auf einmal, das war aber dann kämpft auch in einer anderen Gewichtsklasse. Nee, aber siehst du, einer hat das mal gemacht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Okay. Das hat geklappt und jetzt machen es alle. Aber das hat mir mein Boxer aber auch gesagt, es ist immer besser, mit der Stärke von der oberen Gewichtsklasse in einer tieferen zu kämpfen. Ja, weil es dir Vorteile gibt. Das ist mir passiert. Aber das ist das Problem. Jetzt machen es halt alle. In Holland beim Wiegen, ich habe da kein Gewicht gemacht. Ne? Das war so 2010. Ich stehe da und denke so, Alter, der Typ ist ja richtig dünn, sag ich so innerlich. So, ne? Den hau ich doch gleich weg. So. Ich stehe da am Wiegen, guck, ich bin viel definierter, viel stärker. Und nächsten Tag kommt er so vor dem Kampf. Ich dachte, was ist mit denen denn passiert? Es ist echt kein Scheiß. Ich sag zu meinem Trainer, ich sag, Frank. Ist das noch der Typ von gestern? Ist das der Typ da? Er sagt, was hat er genommen? Wie kann er so schnell zunehmen? Ich wusste es ja damals nicht, wie Gewicht machen und so. Und später nach dem Kampf bin ich zu ihm gegangen. Ich so, ey, Mann, was hast du denn so, ne? Er sagt, ja, 94 Kilo meint er zu mir. Ich so, was? Du hast 10 Kilo mehr als ich? Ich sag, deswegen haben dann Schläge mehr. No, wehgetan. Aber es ist halt mega ungesund für den Körper. Ja, natürlich. Ja, cool. Und ab dem Datum habe ich gesagt, ey, ich muss das auch machen, weil du fühlst das, wenn jemand 10 Kilo schwerer ist. Spätestens, wenn du ihn dann umarmst, du fühlst, dass jemand 10 Kilo schwerer ist. Du denkst, irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwann bin ich so schwach oder ist er so stark? Wahrscheinlich ist er eher so stark. Präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.